Jo Leute, was geht? Mein Name ist Adrian und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Und vorab, ich bin erkältet, dennoch hoffe ich, dass man mich ein bisschen gut versteht. Ich hoffe auch, dass der Sound ein bisschen besser ist, also dass meine Lautstärke jetzt wirklich angepasst ist, nicht wie im letzten Video, das war ja nicht so nice. Ja, auffällt, ich habe jetzt diesen ganzen Part hier aufgenommen, ohne das Mikrofon ausgewählt zu haben. Sehr schön, also nochmal das Ganze von vorne. Die nächsten Videos werden wieder mit Webcam sein. Jetzt die aktuellen noch nicht oder das aktuelle heute. Aber ich werde natürlich wieder Webcam hinzufügen. Im Hintergrund vielen Dank nochmal an Tobi und Kahn. Haben die mir Schlüssel gesponsert? Denn ich dachte, wie kann man eigentlich gut Young am Anfang machen, außer handeln? Wassernixen tun, angeln mehr gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere mal eine Carbonangel zu machen. Denn Angeln ist einfacher geworden, habe ich gemerkt. Also man kann schneller angeln als früher. Früher hat das ja ziemlich lange gedauert, gerade mit diesem neuen Update da, was kam. Aber ich werde euch das gleich mal zeigen, beziehungsweise die meisten werden das kennen. Und ich war da voll irritiert, dass das jetzt so schnell geht. Und man kann mit Angeln theoretisch auch gut Young machen. By the way, erste Carbonfaser, 85 KK kostet die. Ja, so gut bin ich in den Preisen schon drin, ne? Nee. Dann dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, eigentlich angeln, wenn man es so abends mit mehreren Leuten macht oder auch mal im Stream, das ist total entspannt. By the way, wir hatten sogar letztes Mal einen Stream gemacht, hatten auch schon einige Leute zugeschaut, Stream und so hat auch alles geklappt. Vielen Dank dafür schon mal. Und ja, in den nächsten Videos wird da noch nicht so viel passieren, da werden wir vielleicht ein bisschen handeln, ein bisschen angeln, ein paar Truhen öffnen, dass wir überhaupt erstmal ein bisschen was hinbekommen, IQ-mäßig. Ja, und dann mal schauen. Ich habe Tatsache so einige Sachen vor, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte. Mit Erkältung, das hört sich ja so Schmutz an, ne? Zu dem Ding, was ich mir vorgestellt habe, ich möchte auf jeden Fall einen Zodiac Run wieder schaffen. Das ist mir ganz wichtig. Zodiac, okay, das wird wahrscheinlich leichter sein. Razador werden wir auch wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen hinbekommen. Und gut, vielleicht mal Hydra irgendwann klatschen, Kappa. Nee, Hydra glaube ich eher weniger. Aber ja, mal schauen. By the way, man lernt niemals aus. Und zwar, wenn ihr ein Fischerbuch habt, ein Fischereibuch, ihr braucht diese Kugel nicht mehr, ne? Dass ihr seht, was dran ist. Das ist dann einfach unnötig. Also mit diesem Fischereibuch habt ihr diese Glaskugel automatisch. Und ich habe auch echt Glück, ich habe schon so eine Carbonangel jetzt. Ich hatte noch einen Legi Rubin im Inventar, den habe ich verkauft günstig. Und habe dann mit mir die ganzen Sachen geholt. Also ich hatte ja Glück, dass ich auch eine Carbonfaser schon gezogen hatte. Das heißt, so teuer war jetzt diese Angel für mich nicht. Und wie man jetzt auch hier schon im Video sieht, Angeln geht einfach tausendmal schneller als früher. Sobald ihr diese Angel reinwirft, kommt eigentlich schon das Spielfeld. Und mir geht es eigentlich nur um spezielle Fische, die ganzen Deff-Fische, so Zander und so mäßig, will ich eigentlich gar nicht haben, den habe ich jetzt einfach so mal nur rausgezogen. Man sieht, das geht wirklich ziemlich schneller, es geht viel, viel schneller. Und das heißt, wenn dieses Event kommt, ne, das Fischprüfe-Event, könnten wir da wahrscheinlich auch mal wieder wie früher einiges mehr an Fischen rausholen. Da nehme ich dann auch Zander und so mit, damit wir überhaupt wieder diese goldenen Truhen bekommen. Und ich habe auch ausgerechnet, oh, goldener Thunfisch, nein, ich hatte letztes Mal auch einen, oh, da hatte ich so Pech gehabt, ah, wir lassen den frei, nice, das hatte ich letztes Mal auch, wir sind wieder langsam unterwegs, sehr geil, nee, wenn Fischpussy-Event ist, ne, dann nehmen wir auf jeden Fall alles mit, aber genau, ich farme zurzeit oder angel mal abends so eine Stunde, sogar auf ganz entspannt, da könnt ihr Aale und so halt nehmen und diese Tech-Fische und so, wie die heißen. Die kriege ich immer schön verkauft, das ist eigentlich ganz entspannt. Nimmt man mit. Und da kann man auch gut Young mit aufbauen. Am Anfang war ich ja mit dem Erzen ein bisschen unterwegs, aber by the way, ihr könnt jetzt nebenbei ein bisschen was anderes machen, weil ich jetzt so ein bisschen angeln werde. Tägliche Quest fertig. Nice. Eine Tränketruhe nehmen wir mit. Ich werde ein bisschen angeln, ein bisschen erklären, weil ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt,
was ich so gemacht habe, warum ich nicht, beziehungsweise warum keine Videos mehr gekommen sind und so weiter. Und zwar hatte ich ja ein Thema angesprochen, und zwar, dass ich jetzt in der Pilotprojekt, sage ich jetzt eher mal, in dem neuen GFFFV-Modell drin, Modul drin bin. Das bedeutet Ground Forest Firefighting Using Vehicles. Das ist eine Einheit für Auslandseinsätze, also nicht nur Auslandseinsätze, aber sie wurde eher so für Einsätze außerhalb des Auslands mit gegründet. Thema Waldbrand, Vegetationsbrand. Ich hoffe, ich spreche, oder mehr gesagt, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar geht es dann auch darum, wenn jetzt in Griechenland oder Spanien oder so mal der Wald brennt, das sind ja immer ziemlich große Brände. Wenn man das so in der letzten Zeit auch mal wieder gesehen hat, wie groß die Brände da sind, dass wir da auch dann hinfahren. Ne? Also es dauert jetzt noch ein kleines bisschen, aber wir sind da schon gut dabei, diese ganzen Techniken und so und zu erlernen. Und so weiter. Aber hier deutschlandweit sind wir auch schon im Einsatz. Wir hatten jetzt letztes Mal auch schon den ersten, ich glaube, das war sogar der erste Einsatz. Wo waren das? Ah, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, da drinnen zu sein. Mal schauen, das wird eine sehr interessante Erfahrung sein, wenn wir dann einsatzmäßig auch im Ausland mal unterwegs sind. Oh, Wassernixenschlüssel nehmen wir mit. Kosten auch 5 Kaka. Ich bin da mal echt gespannt. Oh, da haben wir sogar. Was da auf mich zukommen wird, und die Erfahrung nehme ich sehr, sehr gerne mit, bin ich ehrlich. Ne? Was wollte ich noch erzählen? Ich kann jetzt nicht Pause drücken, weil ich gerade angel und alles missklicke mache. Ich habe auch eine neue Maus, ne? Mit der kann ich überhaupt nicht arbeiten. Aber glücklicherweise hatte ich die, weil auf einen Sonntagnacht um 2 Uhr habe ich meine Maus geschrottet. Wir haben Age of Empire gespielt. Und ich war so sauer, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe die Ausfall, also sagen wir mal so, ich war ein bisschen sauer, habe die Maus auf, also die Maus hat schon viel ausgehalten, ne? So ist es nicht. Und ich habe sie total auf den Tisch gebreddert und ja, keine Ahnung, ging irgendwie nicht mehr. Ich konnte nicht mehr die linke Taste benutzen, war nicht so geil. Glücklicherweise hatte ich mal für 1 Euro eine Maus gekauft von Logilink. Die war im Angebot auf 1 Euro. Das war so Restware. Nimmt man mit. Ne? Why not? Und gut, dass ich die jetzt dabei habe. Mit der spiele ich jetzt. Aber das ist total ungewohnt. Ne? Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und in diesem Klicken bin ich sowieso Katastrophe. Bei mir zittert das ja alles weg. Ich habe auch wieder mit Sport angefangen. Also, ich will ja ein bisschen abnehmen. Also das wollte ich ja früher auch, da hatte ich ja auch gesagt, ja, das ziehe ich durch und so, habe ich ja nicht gemacht. Jetzt bin ich hier wieder dabei, da ich auch nicht so oft mehr essen gehe, kann man sich ja sowieso nicht mehr leisten, gefühlt, ne? Ich hatte nämlich ziemlich zugelegt, also ich hatte echt gut zugelegt. Jetzt habe ich auch schon wieder 600 Gramm runter, ist jetzt noch nicht viel, aber doch so langsam wird es. Obwohl am Anfang habe ich es irgendwie falsch gemacht. Ich habe irgendwie Muskeln trainiert. Und ja, Muskeln sind schön und so. Aber mir reicht es einfach, wenn ich nur abnehme. Ich will jetzt nicht so den stabilen Körper haben wie Banger. Keine Ahnung. Oh, Sky. Ah! Ich klicke komplett dann. Gar keinen Bock. Der war echt was wert, der Fisch. Ah, nein. Auf jeden Fall. Ja. Reizt mir, wenn ich eigentlich nur abnehme, und viele machen das auch mit diesem Kaloriendefizitzählen. Mir reicht es Tatsache, dass ich nicht mehr so oft essen gehe und einfach ein bisschen Sport mache. So, Sport sollte man ja sowieso machen. Ich brauche das nämlich für das GFFFV-Modul. Ich muss da zum Beispiel mit in 50 Minuten 5 Kilometer gehen mit 20 Kilo Gepäck. Also schnellen Schritt gehen, ich darf nicht laufen. Ne? Also theoretisch easy machbar. Wir sind letztes Mal auch so einen sehr langen Spaziergang, eineinhalb Stunden, 1 Stunde 50 Minuten zu Meckes gemacht, das schön gegessen. War auch wild. Nee, deswegen ein bisschen Sport tut ja sowieso gut. Und wenn ich nicht mehr so offen,
oft essen gehe. Ich bin ja früher wirklich, viele wissen, ich mache ja sehr, sehr gerne Spätschicht. Ich finde das total entspannt. Wenn ich nach Hause komme, hatte ich aber immer wirklich keine Lust mehr, was zu machen. Dann hatte ich mir irgendwie Pizza chinesisch-griechisch geholt. Und auch in der Woche, wenn ich frei hatte, bin ich eigentlich immer zu meinen Griechen gefahren, habe mich da hingesetzt in der Sonne, war immer ganz entspannt. Auf jeden Fall kamen da ein paar Kilo zustande. Und was ich jetzt, oh nice, mit dem Süßwassergarnelenfisch, ein Süßwassergarnelenfisch angeln, man kennt. Okay, man kennt's. Was ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß es wieder, keine Ahnung, hab's vergessen, auch gut. Nee, also wenn man das so weglässt, doch, das spart schon ein bisschen Gewicht, definitiv. Ne? Und gerade auch die zu Hause kochen ist eigentlich in Ordnung. Ne? Und dann, genau, womit ich jetzt wieder angefangen habe, mit Schwimmen. Ich habe es aber letztes Mal, also ich war ja früher Rettungsschwimmer beim DLRG, beziehungsweise eher so Leistungsschwimmer. Ich war nicht wirklich immer mit auf dem Wasser. Ich war irgendwann Leistungsschwimmer und habe immer diese Rettungsschwimmer-Sachen mitgemacht, habe dann auch Rettungsschwimmer Gold gemacht. Jetzt war ich letztes Mal wieder schwimmen, habe schon meine Krauleinheiten gezogen. Aber ich hatte Seitenstechen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Früher war das ja kein Problem, dass man so eine Kilometerbahn geschwommen. Ne? Aber jetzt, boah, ich bin um 200 oder 105, warte, 150 Meter geschwommen. Ich hatte so Seitenstechen, das ging gar nicht mehr. Aber ich möchte definitiv schauen, da ich jetzt gerade im Sommer über, wenn ich frei habe, das mitnehme, da ich wieder schwimmen gehe, auch wenn es nur eine Stunde ist, und sonntags wie heute ja, auch schwimmen gehe. Heute, okay, heute lasse ich es mal weg. Mit der Stimme sollte, also ich muss meine Stimme schon definitiv. Meine Halsschmerzen, das ist nicht so gut kombinierbar. Aber sonst so zweimal die Woche wieder schwimmen gehen, ist auch gut fürs Kreuz. Ne? Ich hatte früher so ein breites Kreuz. Wenn ich jetzt die Kollegen sehe, die noch schwimmen durchziehen, nicht schlecht, ey. Ein Thema gibt es ja mal beim Schwimmen mit, ja, wie heißt das hier nochmal? Mit Mittelohrentzündung. Das hatte ich immer öfters drin, genau wie Druck. Dann hat man es irgendwann mit der Nase so Nase zugehalten, gedrückt und dann war es auch weg. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Was Tobi auch gesagt hatte, aber ich glaube, das war erst so ein Joke. Ich komme einfach abends nach Hause. Mach so einen Kochstream, dann mache ich so einen Sportstream und danach einfach normaler Metin-Stream. Das wäre schon funny, sagt er. Nee, aber sportmäßig, Stream. Nope. Oh, Wassernixenschüssel. Guck mal, jetzt haben wir 10 Kaker gemacht in 10 Minuten schon. Das ist doch nice. Nee, kochen und so im Stream. Oh, ich weiß nicht. Also, ich muss ja irgendwann mal wieder kochen. Ich hatte ja gesehen, dass Don gekocht hat. Und irgendwann besuche ich ihn mal in der Schweiz. Und dann kochen wir zusammen irgendwas Geiles, irgendwie so ein Burger Thymian Pancake. Wäre auch schon wild. Nee, mal schauen, ne? Irgendwann werde ich mal in die Schweiz fahren. Ja, wenn es dann noch geht. Oh, nein. Hä? Wo kommt er denn her? Ja, Tenchi nehmen wir auch mit. Sehr schön. So muss das sein. Gut, ich will jetzt auch nicht so lange rumlabern. Meine Stimme ist total weg. Das Video heute nicht so lang. Ich probiere jetzt in einer Woche vielleicht zwei Videos rauszuhauen. Vielleicht auch mal mehr. Je nachdem, wie es klappt, was wir zeigen können. Jetzt am Anfang muss ich natürlich ein bisschen Young aufbauen. Ich werde auch kein extra Handelsprojekt machen. Ich werde das einfach alles in ein Video packen. Wisst ihr, das ist einfach tausendmal entspannter. Und gut. Ich würde sagen, das war's auch für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tut mir leid wegen der Stimme. Ich weiß, das hört sich ein bisschen sehr krätzend an. Ich bedanke mich trotzdem für alle, die zugeschaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, wenn nicht über einen Daumen nach unten mit einem Kommentar, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Adrian, Peace, bis bald.